Phil Laude. Yo, ich bin Phil Laude, heute zusammen mit Slavik Junge. Salam alaikum. Salam alaikum. Und wir spielen Alman vs. Bratan-Witze. Möge der Schlechtere gewinnen. Bist du bereit für ein paar Schenkelklopfer? Yes. Leg los. Was ist der Unterschied zwischen einem Deutschen und einem Einkaufswagen? Der Einkaufswagen hat einen eigenen Willen. Der ist schon nicht schlecht. Bro, du hast gelacht. Hast du selber geschrieben? Du hast gerade gelacht. Das ist ein Punkt also, für mich. Habe ich verloren? Ja. Hey, ich habe doch vorgelesen, bleib. Egal. Komm, das war der Test. Als ob ich jetzt lache. Ah! Was backen Russen? Ein Blätterteig. Noch rätselt eine Gruppe Wissenschaftler über die Herkunft von Ötzi. Österreicher kann er nicht sein. Man hat Hirn gefunden. Italiener kann er auch keiner sein. Fuck. Was denn? Warum musst du lachen? Ich hab das nicht. Weil du so scheiße den Witz erzählst. Gib dir doch mal Mühe. Soll ich den zu Ende vorlesen? Aber es ist 1-1 schon mal. 1-1, okay. Ja. Also Italiener kann er auch keiner sein. Er hatte Werkzeuge dabei. Vielleicht ist er ein Schweizer, weil er vom Gletscher überholt wurde. Aber wahrscheinlich ist er ein Allmann. Denn wer geht sonst mit Sandalen ins Hochgebirge? Der ist schon. Performance, Witz, Inhalt. Okay, jetzt kommt aber ein Knaller. Wie heißt Fernsehverbot auf Russisch? No, Netflix. Das ist halt nur unser Büro. Ich habe daneben. Sagt ein Beamter zum anderen, beeil dich mit dem Frühstück in 20. Nee, check mal bitte diesen Witz. Sagt ein Beamter zum anderen, beeil dich mit dem Frühstück, in 20 Minuten ist Mittag. Was ist das für ein behinderter Witz? Ich wollte gerade einen Witz über Russland machen. Dabei. Na, geht nicht. Jemand Stalingrad. Boah, den kenne ich, der ist so schlecht. Komm. Trauerminute, Trauermusik einblenden. Warum gibt es so wenig Verbrechen in Deutschland? Warum? Warum? Keine Ahnung. Weil es viele Allmanns gibt. Das ist so schlecht wieder. Fuck! Weil es illegal ist. Autsch. Oh Gott, der ist so schlecht. Ich traue mich, den nicht vorzulesen. Wie nennt man einen schwulen Russen? Sehr gay. Der ist so schlecht. Ich kenne den schon. Der ist so schlecht, Dick. Der war in der ersten Klasse, fanden wir den lustig. Ich kenne den erst seit 2 Jahren oder so, den Witz. Schau doch dann Sergej aus der ersten. Warum hängen? Jetzt das Zucker jetzt abisniert, mein Bratan. Warum hängen Ostfriesen vor dem Baden immer die Tür aus? Keine Ahnung, warum. Sag's mir. Bist du bereit? Mhm. Ich kann nicht, der ist so schlecht, ich kann. Was denkst du? Ich habe keine Ahnung, warum die das machen. Damit keiner durchs Schlüsselloch gucken kann. So, an dieser Stelle verlasse ich selber freiwillig das Land. Wie heißt ein russischer Baum? Ja, Dimitri. Halt dein Maul, ey. Ja, auf die ganzen Facebook-Witze, ja, die sind immer so schlecht, wenn ich die sehe. Das sind richtige Allmann-Witze eigentlich. Dieses Format ist der härteste Cringe von allem, was wir machen. Nein, Digga. Doch. Okay. Hör mal, ich habe gehört, deine Frau soll recht gut im Bett sein. Ich weiß nicht so recht, der eine sagt so, der andere so. Das ist richtig der Bauarbeit, der sich Mettbrötchen morgens holt, Alter. Hör mal, der Frau, ich erzähl dir mal einen Witz, Holger. Wie nennt man? Digga, der muss einmal. Wie nennt man
Ein Russen, der Vegetarier ist. Aber Moskauer. Den habe ich auch schon gelesen bei Instagram oder so. Fuck, ist der gut. Warum tragen schwäbische Frauen? Warum tragen schwäbische Frauen keinen Tanga? Warum? Weil sie den danach nicht als Putzlappen weiterverwenden können. Ist der schlecht, Digga. Das ist der schlechteste von allen. Und bei dem musste ich lachen. Was sagt das über mich? Aha, Frauen verachten. Wer ist der russische Familienminister? Ivan Fiktosimir. Fiktosimir. Hast du gehört? Fiktosimir. Okay. Ich hab geweint, Alter. Alright. Mir ist das Lachen durch die Tränen gekommen. Okay. Das war Alman vs. Bratan-Witze. Wer hat gewonnen? Ja. Sieht man das? Das ist die Formel. Die Siegerformel. Rematch gibt's jetzt zu sehen auf Slaviks Kanal. Abonnieren, folgen, liken, du weißt schon. Falls ihr dachtet, das sind schon die schlechtesten Alman-Bratan-Witze, dann habt ihr euch gehörig geschnitten. Es gibt einen zweiten Teil auf Slaviks Kanal. Schaut dort jetzt vorbei und gebt dem Bratan ein Abo.